wake up. Entweder lassen wir die Leute, dass wir ein großes exemplarisches Zeichen machen, dass wir sie auf der Straße schlafen lassen und erfrieren lassen, und da bin ich nicht dabei. In Bayern wird kein Mensch auf der Straße erfrieren. Also das entscheidende Ziel ist, dass Politik, Verwaltung, Verbände, Ehrenamt, die wir hier vorne sitzen, und Bevölkerung jetzt in dieser ganz angespannten Situation nicht auseinanderbrechen. Das ist das Ziel des heutigen Abends. Ich danke Ihnen, dass Sie da sind. Das möchte ich eingangs ausdrücklich feststellen, dass unsere Bevölkerung hier auf einem ganz anderen Weg ist, wie vielleicht andere, die bereits mit, ich sage an dieser Stelle, durchaus Forderungen entgegentreten, die für die von Handelnden nicht immer zu erfüllen sind. In Wolnzach haben wir derzeit 97 Asylbewerber auf 7 Standorte verteilt. Ich darf nur von meiner Seite aus feststellen, ich bin allen, gerade auch den ehrenamtlichen Kräften, zu besonderem Dank verpflichtet, denn ohne ihr Engagement wäre das in diesem Zusammenhang jetzt schon die 97 Personen überhaupt nicht möglich, im Ort zu integrieren. Und deswegen bitte ich Sie, dass wir heute miteinander ganz offen alles anreden, wie wir zu vernünftigen Konzeptionen kommen können. Wie wird das finanziert? Letztes Jahr haben wir kein Geld gehabt für Aushilfslehrer, für Krankenhäuser, kein Geld. Jetzt haben wir Geld in Hülle und Fülle. Wir haben 4.500 eingestellt. Wir haben für die Asylanten. Herr Straub, sagen Sie, was kostet ein Asylant im Jahr? 10.000. Stimmt's oder stimmt's nicht? Nein, stimmt nicht ganz, aber Sie sind ganz nah dran. Wie wird es finanziert? Und wo nehmen wir das Geld her? Wo kommt das Geld? Ein Asylbewerber kostet im Schnitt im Monat 1.100 Euro. Ist es denn ein falsches Zeichen, jetzt ein Haus zu bauen und damit quasi womöglich die Tür noch weiter aufzustoßen? Ja, die Tür weiter aufstoßen, das sehe ich jetzt derzeit nicht. Wir reden ja nicht von fiktiven Zahlen, die wir vielleicht dann bekommen werden, wenn wir bauen, sondern wir arbeiten ja praktisch jetzt das, oder versuchen zumindest in unserem bescheidenen Rahmen das abzuarbeiten, was ja schon an Menschen vor Ort ist. Die Situation ist ja gänzlich eine andere. Wenn wir jetzt sagen würden, wir machen jetzt hier zukünftige Bauten für künftige Entwicklungen, dann könnte ich dem vielleicht insoweit näher treten. Auf der anderen Seite ist es auch so, Sie müssen es ja immer wieder sehen, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel die Stadt Geisenfeld, die über ihre 2% bereits hinaus ist, die natürlich auch sagt, ja gut, wo bleibt jetzt die Solidarität der anderen Landkreiskommunen? Und dann ist es ja auch so, wenn wir nichts anbieten können, dann ist es auch die Frage, was kommt dann unterm Strich? Dann ist natürlich dem ganzen Tür und Tor geöffnet, dann muss ich halt auch sagen, ja, die Turnhallen werden halt dann mal belegt, andere leerstehende Einrichtungen werden halt dann belegt. Und dann wird man natürlich auch sagen, ja gut, das ist auch dem geschuldet, weil der Markt Wolnzach seine Zahlen nicht erfüllt hat und seinen Solidarbeitrag da eben nicht geleistet hat. Wir denken, das ist verantwortbar, weil wir bezahlbaren Wohnraum brauchen. Es ist jetzt einfach möglich, über die Mieten und über die Unterbringung diesen Wohnraum zu finanzieren. Der wird länger stehen können als 10 Jahre, und das werden kostengünstige Mieten sein für die Bevölkerung, die wir in diesen Ballungsräumen brauchen. Und dann muss man einfach sehen, und das ist ganz gut, dass wir noch mit draufkommen, das ist natürlich keine Luxussituation. Also wir bauen, wir haben Standardeinteilungen von diesen Räumen, und das sind Apartments mit 30 Quadratmeter, und diese 30 Quadratmeter werden bezogen von 4 Personen. Also wir bleiben bei unserem Standard 7 Quadratmeter pro Person. Und da sind dann noch, ist noch eine Küchenzeile drin und eine Nasszelle, damit die 4 Personen sich selber versorgen können. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das schon auch wieder zu emotionalen Spannungen kommt und dass es dann intern auch wieder mal Auseinandersetzungen gibt. Also das ist Wohnen auf engstem Raum, einfach nur Unterbringung. Und die EU-europäisches Recht gebrochen haben, war Deutschland. Das muss man ganz deutlich sagen. Wir haben Anfang September durch eine Person, die das Bundesparlament nicht gefragt hat, und auch da wieder total unpolitisch, das ist einfach Fakt, wir haben europäisches Recht gebrochen, nicht ich. Und wir waren damals wirklich entgeistert. Und ich habe so viele Asylbewerber, denen ich sagen muss, dass wir da haben müssen, da was du in der Nacht nicht schlafen kannst. Ich bin da eingeschlagen, ich habe eigentlich Firma, aber mir ist es wichtig, dass ich
dass ich da bin. Jetzt die Menschen bitte nicht verurteilen, da mag der ein oder andere dabei sein, der wo in Anführungszeichen nur zum Abzocken kommt, aber die haben schon alles durchaus nachvollziehbare Gründe, aber wir sind vollkommen konform. Europa muss mehr da, es muss in der Welt was passieren und bitte, wir können momentan nicht anders, wir wollen eine Zuwanderungsbegrenzung, wir wollen eine europäische Solidarität und dafür kämpfen wir jeden Tag, wir kämpfen jeden Tag drum. Und wir kämpfen auch darum, dass die 60%, die bei uns kein Asyl kriegen, wieder heim müssen, obwohl es für die Menschen wirklich hart ist. Und was jetzt schon zuwandert, ist wohl plausibel, dass bei uns in Deutschland bis zum Jahresende 1 Million da sind. Im August konnte man noch einigermaßen seriös schätzen, 800.000, und jetzt ist die Schätzung auch von der Frau Bundeskanzlerin neu bekannt gegeben, 1 Million. Jetzt kann man darüber spekulieren, ob schon mehr da sind. Leider haben wir das Problem gehabt, dass wir so einen Zustand gehabt haben, dass immer alle registriert sind. Aber es gibt auch wieder eine Abwanderung. Also es gibt doch relativ große Gruppen, die nach Schweden und nach Holland zum Beispiel in größeren Zahlen weiterwandern. Also zum Beispiel Holland jeden Tag 500, nach Schweden jeden Tag 2.000-3.000. Schweden und Zürcher. In Wellen. Also ist die Vermutung, dass wir ungefähr mit 1 Million zum Jahresende in Deutschland sein, ist noch realistisch. Wenn wir die Situation beobachten, 1 Million, 2%, dann landet von hoch, dann passt das zusammen. Also das sind die Personen, die im Moment da sind. Wenn noch mehr da sind, also 1,2 oder 1,5, dann wird es noch dramatischer. Aber wir müssen jetzt auch nicht gleich bei der derzeitigen wirtschaftlichen Situation den schwarzen Peter an die Wand malen. Das muss man wirklich sagen. Also wenn jemand das jetzt im Moment schultern kann, dann ist es einfach auch unser Freistaat. Also nochmal unterstrichen, wir geben 2015, 2016, wir rechnen immer in Doppelhaushalt 3,2 Milliarden Euro. Und das schaffen wir noch und es ist ihr Geld und dafür kämpfen wir auch, dass das weniger wird. Es gibt aber immer, und da bestehe ich drauf, wir haben Paragraph im Grundgesetz 16a, Asyl, für diese Aufgabe müssen wir gerade stehen. Und der muss bitte nicht, ein Asylbewerber kostet 1.100 Euro, wenn ein Asylbewerber Asylanspruch hat, dann muss es uns das auch kosten. Und die Zusatzkosten, die wir jetzt einstellen müssen für die Asylarbeit, ist 1 Million zusätzlich. Wir haben ungefähr 6, 7 Millionen Euro Schulden und diese 1 Million, die wir drauf sehen, die brauchen wir tatsächlich, können wir nur finanzieren über Fremdkapital. Das heißt, wir werden statt 7 Millionen Schulden 8 Millionen Schulden im nächsten Jahr. Wir fahren unser komplettes Investitionsprogramm weiter, wir fahren komplett unsere Leistungen für die Landkreisbevölkerung weiter. Die Frage ist, wann wir an die Grenzen kommen. Man muss auch sagen, dass die Wirtschaft nach wie vor ungeheuer gut läuft. Wir werden heuer wieder mehr Steuereinnahmen haben. Teilweise ist die Situation sogar fallweise ein Konjunkturprogramm. Auf Dauer wird es natürlich nicht so sein, weil diese Menschen dann auf die Sozialkassen fallen, wenn wir sie nicht beschäftigen können. Fakt ist der, wir können Busse hinschicken, wo wir wollen, auch vor das Kanzleramt und überall diese Busse für die Postwenden wieder zurückkommen. Und dann haben wir die Leute da und dann haben wir die Möglichkeit, lassen wir es auf der Straße schlafen oder machen wir es so, wie der Landrat das sagt, dass wir es unterbringen und ein Dach über den Kopf. Und das, glaube ich, müssen wir machen. Aber so wie Sie jetzt es sagen, das ist, glaube ich, klar. Ja, der Asylant muss geholfen werden, darüber reden wir nicht. Das Problem ist, ich schicke es nach Berlin, der schickt es zurück. Das kann nicht sein. Es wurden sehr viele Themen angesprochen, es wurden sehr viele Schuldzuweisungen gemacht, auch an die Politik. Vielleicht wäre auch mal eine Schuldzuweisung an die Politik, dass sie endlich mal konkret etwas sagen gegen diesen Konflikt in Syrien. Du, das muss konkret gemacht werden, damit überhaupt diese Schnittwunde behandelt wird, damit überhaupt gar keine Flüchtlinge mehr kommen. Das wäre vielleicht mal das. Wir haben heute unter uns auch welche dabei, die unter anderem von diesen Bombeneinschlägen noch etwas Splitter in ihren Körper drin haben. Diese Menschen haben Angst, diese Menschen wissen nicht, was sie machen wollen. Vielleicht die, die sich nicht registrieren wollen, sind keine Terroristen, sondern haben nur Angst, vielleicht schicken sie mich ab. Wir leben in einem Rechtsstaat. Wenn ein Mensch bei uns momentan, nachdem wir europäisches Recht gebrochen haben, über die Grenze tritt,
hat er einen Anspruch, dass er ein Asylverfahren beantragt. Wir produzieren menschliche Dramen, weil wir einfach die gesamte Bearbeitung nicht zügig genug hinbekommen. Ich bin überzeugt, wir müssen das schaffen, dass es ähnlich wie in der Schweiz geht, in einem ähnlichen Tempo, so wie wir es jetzt in der Erstaufnahme haben in Oberstimm, wo einfach jede Woche ein Flieger zurückgeht in die Balkanstaaten. Wenn Sie noch mich privat fragen, ich würde gerne einen Bus schicken und einmal auf die schöne Wiese vor dem Reichstag oder vor dem Kanzleramt, dass die Situation einfach mal klar dargelegt wird. Aber wir können es nicht und deswegen müssen wir jetzt schauen, die Leute, die kommen, dass sie uns in der Nacht ganz einfach nicht erfrieren. Also wenn das so weitergeht in der Zuwanderung, und wir haben das ja ganz klar beschrieben, dass wir vielleicht die 2% noch schaffen, aber wir können nicht auf 3 und 4 und 5 aufstocken. Es gibt kein Land auf der Welt, das das schafft, außer man macht riesige Zeltstädte. Und wir wissen ja, was Amerika, was Kanada pro Jahr mit Einwanderungsgesetzen regeln kann. Das sind einmal 0,3% oder 0,6%. Etwas anderes ist einfach nicht bewältigbar. Bitte Sie, sich als Bevölkerung dafür einzusetzen, weil es in vielen anderen Bundesländern tatsächlich noch nicht angekommen ist, wie groß die Dramatik bei uns in Bayern speziell ist.